Hallo liebe Whisky-Freunde, willkommen auf dem Kanal von Whisky Evening. Mein Name ist Miro, neben mir der André und neben ihm der André. Hallo. Hallo. Ich weiß auch noch nicht, wie mir geschieht heute. Wir haben gedacht, wir kapern jetzt einfach mal seinen Kanal. Ich bin zu Besuch bei den zwei in Schleusingen und ich habe einen Whisky mitgebracht und noch eine andere Flasche. André weiß nicht, was da drin ist. Und ich dachte, ich überrasche ihn heute einfach mal und er soll erstmal riechen, vielleicht einen Schluck nehmen und dann lösen wir auf, was es ist. Korrespondierend dazu, diese Flasche ist ein Wein und das ist ein Wein, in dem dieser Whisky ausgebaut wurde. Ich würde jetzt erstmal kurz einschenken, damit das Ganze auch ein bisschen atmen kann und andere darf jetzt gern übernehmen. Ja, also Leute, ihr seht, ich bin total überrascht. Ich konnte mich auf dieses Video nicht annähernd vorbereiten. Ich kann jetzt auch nichts zur Destillerie sagen und ausschweifen. Und haben wir die schon besucht? Waren wir dazu vielleicht gemeinsam? Ja, waren wir. So, jetzt ist es so, dass ich mit Miro natürlich schon auf Orkney war. Also, André war auch dabei. Ja, also, ja, jetzt muss ich ja. Miro war ja nur einmal mit mir dabei, deswegen muss ich da überlegen, was es sein könnte. Oh Gott, was hat der für eine Farbe? Oh. Also. Könnt ihr das sehen? Man muss dazu sagen, okay, wir haben in 7 Tagen 22 Destillen besucht. Also, wo wir drin waren. Genau. Und wir haben, ich glaube, 1800 Kilometer runtergerissen. Ja, das war schon viel. Ja, genau. Aber ja. Es war schon richtig geil. Muss ich schon sagen. Es war das erste Mal für mich damals in Schottland. Und es war ein Mammutprogramm. Es war ein Mammutprogramm, ja, aber ich bin abends ins Bett gefallen und ich war einfach nur platt. Aber das Ganze hat dann wirklich auch ewig nachgewirkt. Also ich war hier in Deutschland und ein halbes Jahr später habe ich mich an Sachen zurückerinnert, die mir dann erst wieder so in den Sinn gekommen sind. Das kann ich nachvollziehen, weil mir ging es ähnlich. Könnt ihr euch noch an die Fahrt zu Isle of Mull erinnern? Ich weiß nicht, das war vielleicht gar nicht diese Mammutfahrt. Das war ein Tag vorher, da sind wir von Orkney runtergefahren bis nach Fort Williams. Genau. Und am nächsten Tag sind wir auf Mull. Aber zwischendurch, wir hatten irgendwie trotzdem ein bisschen Zeitdruck wegen der Fähre. Und ich habe wirklich, wo wir so einen wunderschönen Ausblick hatten, da war unten im Tal so ein ganz kleines Cottage zu sehen. Mhm. Ich habe das nur so neben mir wahrgenommen. Also ich habe so ein bisschen neben mir gestanden, habe ich so das Gefühl gehabt. Aber ich konnte wirklich wochenlang davon zehren. Und wenn ich die Bilder dann noch gesehen habe, also vor Ort konntest du manchmal das gar nicht so genießen, aber wenn du die Bilder gesehen hast, du sagst, Mensch, da warst du und das war wirklich so herrlich. Also und das war schon wirklich Wahnsinn. Ich muss dazu sagen, also ich weiß gar nicht, warum alle von diesem schlechten schottischen Wetter erzählen. Von 7 Tagen hat es an 2 Tagen vielleicht 3-4 Stunden genieselt. Ja. Ansonsten hatten wir blauen Himmel. Ja. Also war das echt richtig toll. Nur die Überfahrt. Kannst du dich noch erinnern? Also wenn wir von Orkney zurück sind, da hat es ziemlich geschwankt. Das Wetter etwas unpassend, aber richtig meermäßig, kann man sagen. Aber ansonsten war das. Aber ein Orkney Whisky würde ich hier nicht vermuten. Ich würde erstmal das hier verteilen. Achso, ja, da irgendwas vor mit uns. Einfach mal reinriechen, was es sein könnte. Ich stelle mal die Flasche ein bisschen weiter vor. Ein Wein habe ich ja schon gesagt. Süß. Also ein Likörwein. Mhm. Wow, das ist aber kein Sherry. Das riecht mir nicht nach. Also ich gebe es dazu, ich bin kein Weinkenner. Na, also das sage ich ja immer wieder mal. Aber Moment. Ich habe sowas Ähnliches schon getrunken. Ah, ganz süßer Likörwein, aber
Ich möchte nicht behaupten, ob der aus Spanien ist oder aus Italien. Also aus Italien wäre es ein Masala, weil der so aufgesprittet ist. Aber ich glaube, der war nicht ganz so süß. Ich würde hier... Ich meine, die Farbe, auf. Man sieht ja fast nicht durch. Nein, der sieht also nicht. Man sieht nicht durch. Man sieht nichts durch. Guck mal, ich halt, also da hinten ist quasi die ich sag mal Kronleuchter, oder wie sagt man zu deiner Deckenlampe. Deckenlampe sagen wir da einfach, das ist kein Kronleuchter. Also wenn man es davor hält, siehst du nichts durch. Nein, gar nichts. Nein. Gar nichts. Er schimmert nur leicht rot-rötlich hindurch. Oh, ist der süß. Und der ist richtig, also allein schon in der Nase. Und eine mega Frucht drin, also so, ach, so absolut, richtig. Absolut. Aber das war. Schmeckt den PX so süß? Keine Ahnung, wüsste ich jetzt nicht. Also ein PX riecht so süß, ist aber nicht so fruchtig, finde ich. Ja, aber ein Oloroso ist es aber auch nicht. Nee, definitiv nicht. Nee. Oloroso also ist ganz trocken. Dafür ist er zu fruchtig, dafür ist er zu süß, einfach also süß. Also es könnte natürlich ein Muscatel Sherry sein. Ein Muscatel oder sowas. Oder Port, meiner Meinung nach ist es auch kein Port, weil Port wäre kräftiger, irgendwie vom Holz her oder so. Ja. Den finde ich zwar auch immer kräftig, aber diese Süße, das. Wie gesagt, ich habe nicht so viel Erfahrung. Ich würde eher Richtung Muscatel würde ich gehen. Also lass uns mal probieren. Ich habe, na gut, ob das da jetzt viel anders wird. Ich meine, durch die Tasting hast du ja schon ein bisschen was mitgekriegt, immer wie ein Muscatel hergestellt wird und ja. Also, Prost. Prost. Danke, Miro. Absolute Süße. Oh. Gefällt mir die Süße. Weil bei den Sherrys, die ich manchmal probiert habe schon, da hast du so kräftig die Eichennote. Auch beim Port irgendwie. Ich komme mit den. Aber bei dem, das ist absolute Traubensüße. Also so richtig schön. Ich löse mal auf. Mm. Jetzt knistert es ein bisschen, tut mir leid. Ja, mal sehen, wie man es hört im Video dann. So. Ja, gut. Ah, Muscatel. Mal schauen, ob ihr es sehen könnt. Ja, genau. So kann man es sehen. Ein Muscatel von La Cigarrera. Für mich ein ganz tolle Bodega. Von denen habe ich auch schon ein Oloroso, ein PX und ein Amontillado probiert. Und da bin ich zu dem Schluss gekommen, Muscatel gefällt mir als Sherry deutlich besser als PX, weil der Muscatel nicht so ganz diese noch klebrigere Süße hat. Also PX ist für mich immer total klebrig süß. Ja, ja. Und der Muscatel ist nicht ganz so stark in der Süße, aber... Er hat dafür deutlich mehr Frucht. Ja, ja. Also, das Ding schmeckt gut. Vom Geschmack her würde ich jetzt sagen, eine richtig schöne, reife Traube, die richtig süß ausgebaut ist. Und also, wenn du essen würdest, würdest du wirklich sagen, ja. Das ist Wahnsinn. Also, und so kommt er auch geschmacklich rüber. Und leider ist ja die Gesamtproduktion bei Muscatel ziemlich gering. Ich weiß nicht warum. Also für mich absoluter Sieger. Eher besser als der PX. Und PX ist deutlich mehr vertreten als jetzt Muscatel. Ich würde jetzt sogar, das ist absolut süffig. Ja. Ich habe erst gedacht, ich mag diesen, also von der Nase hätte ich gesagt, ich mag diese Süße fast gar nicht. Aber im Geschmack herrlich, wie so ein richtig schöner Traubensaft. Vielleicht merke ich jetzt schon ein bisschen was vom Alkohol, keine Ahnung. Nee, Im Geschmack nicht. Und der Alkohol merkst du gar nicht. Dieser Traubensaft, ja. Der ist. Oh, ist das süffig. Ist absolut süffig. Aber ich muss sagen, ich habe auch schon andere Muscatel probiert von anderen Bodegas. Ja. Die fand ich nicht ganz so gut. Auch gut. Hm. Aber der hier sticht irgendwie heraus. Man findet ihn allerdings relativ selten. Aber der ist gut. Der ist. Aha, und da hier sehe ich gerade hinten drauf,
Falls ihr mal wissen wollt, was so ein Wein kostet, sind es 75 CL. Ja. Ja. 14,90 hat er noch drauf. Ja? Also diese Weine sind jetzt, ja, aber 14,90 für so einen süßen Likörwein. Also ja. Wirklich. Was hat denn der eigentlich an Prozenten? Oh, das weiß ich selber nicht. 18. 18%. Und werden die aufgesprittet? Weil es ist ja bei manchen Finos und bei diesen. Also so genau kenne ich. Palo Cortado wird ja auch aufgesprittet. So genau weiß ich. Nee. Palo Cortado ist eigentlich ein Zufallsprodukt. Nee, das ist ein Zufallsprodukt? Genau. Stimmt. Man sprittet auf alle Fälle aber den Masala auf. Das, bei Masala weiß ich, aber das ist ja jeder Italiener. Aber bei Spaniern weiß ich es nicht so genau. Also ich trinke die recht gern, aber so tief in die Materie Sherry habe ich mich noch nicht rein gelesen. Mhm. Und der dann, ist wirklich absolut zu. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dann nehmen wir uns mal den Whisky. Und also viel Unterschied ist da jetzt nicht. Irgendwie. Nee. Ist aber jetzt nicht die Fässer aus derselben Bodega, ist es aber nicht. Nee. Nein. Das ist nur, dass es ein Muscatel ist. Nur, dass es ein Muscatel ist und ich habe gedacht, ich bringe einen guten Muscatel mit. Ja, sehr schön. Und von den Fässern, die da jetzt, aus welcher Bodega, das weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Einer meiner liebsten Muscatels, weiß ich, André, du hast auch eine Flasche. Mhm. Aber die finde ich jetzt nicht so schnell. Ja, hinten drin. Hinten drin, glaube ich. Also ich sehe, ihr seht, ich bin doch ab und zu mal hier zu Gast. Ich weiß, in welcher Ecke die stehen jedenfalls. Ne? Geöffnet hat er noch nicht. Nein. Aber das ist einer meiner liebsten Benriachs. Aber wir gucken schnell mal die Farbe an, Miro. Mhm. Und der hat auch so eine klasse Farbe. Oh ja. Ja, super. Also, und der ist wirklich auch ein richtig guter Whisky. 180, 190 Euro. Ich glaube, neulich gab es den mal irgendwo im Angebot für 178. Ja, also, na ja gut, dann ist es immer noch 180, wegen 2 Euro. Gell? Ja, aber normal aber stimmt, war er schon bei 192, 195, das ist also schon. Den hebst du wohl immer noch auf, André? Ja, es gibt da noch so ein paar Anlässe, wo ich den dann aufmache. Ich hätte einen Anlass. Wir haben so ein paar ältere Herren in der Reihe sitzen, die demnächst irgendwie dann hier so ein. Ach, zu meinem Geburtstag willst du den aufmachen? Nein. Zu deinem Geburtstag? Nein. Zu dir? Zu meinem 60. mache ich den. Ach so. Okay. Das dauert ja noch 15 Jahre. Na, da geht ihr aber dann früher in Rente. Okay. Also. Soll man da jetzt eigentlich Wasser mal danach trinken? Weil ich habe, also die Süße ist ja wirklich super. Also. Ich glaube, Wasser brauchst du nicht. Also hier hast du quasi schon verraten, der ist im Moscatel gereift. Nachgereift. Also gefinished. Gefinished. Ah, okay. Und dafür, dass also du hast jetzt, wenn du diesen direkten Vergleich hast von dem diesen Traubenfrucht, die hast du drinnen, die ist definitiv da. Definitiv, oder? Ja, würde ich auch sagen. Du hast, also hast du eine gewisse Frische vom Alkohol ja, her. Ich will ja nicht den Appetit verderben, mir läuft gerade eiskalt im Bugel runter. Aber du hast wirklich aber so dieser Vergleich. Herrlich. Das war treffend. Ich mein, das ist wirklich total ähnlich, oder? Was der also ich mein, Aroma, Wein, vom Aroma was der Wein, die Süße, was der Wein, die Süße, die reine aber, Süße ist, ja. Hast du hier noch die Frische vom Alkohol, ja. Alkohol, aber es kommt diese Traubenfrische, diese wirklich, das kommt intensiv durch. Also das ist. Und ich rieche und rieche und rieche und merke keinen Alkohol. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Ich gehe richtig tief rein. Ich meine, ich habe jetzt nicht die größte Nase, ne? Ganz klar, aber. Also ich habe mir das auch angewöhnt, meine Nase ziemlich tief rein zu stecken ins Glas. Und auch wirklich über beide Nasenlöcher das durchzuriechen, weil es ist schon ein Unterschied, zumindest bei mir, welches Nasenloch was riecht. Und du bist dir sicher, dass das ein Whisky ist? Ja. Definitiv. Also vom Korken her,
So wie der Korken aussieht, könnte es ein Benriach sein, es könnte aber auch ein Glendronach. Es könnte aber ein Korken sein aus meiner Flaschensammlung. Es könnte auch ein Glendronach sein, die haben ähnliche Korken. Was riecht ihr denn? Jetzt außer die Ähnlichkeit zum Muscatel. Also wunderschöne Weintrauben. Also wirklich wunderschöne Weintrauben. Jetzt eben nicht diese Süße, diese Süße nicht, ne? Das Nussige ist noch hinten drin. Nussig, genau. Also ich fand auch sehr intensiv, auch in der Nase schon. Also die Aromen sind recht dicht. Ja. Also nicht eine spezielle Nuss, aber so dieses... Ich könnte jetzt da das Glas mit den Mischnüssen aufmachen, wo wirklich alles drin ist. Walnuss, Haselnuss. Mhm. Dann, du machst das auf und dann kommt das so genau so raus, dieses... Studentenfutter sagt man auch dazu. Nee, das sind nämlich keine Trauben drin, das sind nur Nüsse drin. Ja. Nee, da sind Rosinen drin. Eichhörnchenfutter. Eichhörnchenfutter, genau. Aber so ein bisschen so Richtung Rosinen oder sowas ist der. Ist ja, das ist der Wein, die Weintrauben. Ja, genau. Ich finde auch, die Rosinen sind ja sehr stark. Allerdings, für mein Geruchsempfinden ist es so, dass. Das sehr schön ineinander verwoben ist. Also es sticht nichts hervor. Genau. Die lösen sich im Grunde genommen wellenartig. Einmal gehst du rein, dann hast du die Nuss und dann... Darf der sich Whisky nennen? Hat der 40%? Der riecht überhaupt nicht nach Alkohol. Der darf riecht, sich Whisky nennen. Der riecht überhaupt nicht nach Alkohol. Und für mich, ich habe hier noch so ein bisschen Frühlingswiese mit drin. Warum auch immer ich jetzt darauf komme, es gibt diese Margeritenwiesen, wenn man die kennt. Also Margeriten, das sind so gelb in der Mitte, weiße Blätter. Blumen. Blumen. Ja. Irgendwie denke ich jetzt an so eine Wiese. Frag mich warum. Gut, okay. Bisschen feuchte Wiese. Also ich finde auch, er hat eine Frische. Ja, also diese Frische. Ja, diese Frühlingsfrische, würde ich jetzt sagen. Das ist für mich jetzt... Aber hier... Wenn meine Haare die stechen gehen... Ey, mir läuft das hier eiskalten Buckel runter. Das ist der Wahnsinn. Hat der ein super Aroma. So, Männers. Slange. Schiebt. Du hast, der ist ja pflaumensüß. Der ist absolut, zum Schluss jetzt pflaumensüß. Anfang, ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat jetzt. Es kam eine leichte Trockenheit mit rein. Du merkst ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen, nicht zu viel, ja. Aber ruckzuck wieder weg. Ja. Und dann habe ich diese Süße von so einem, wie so Pflaumenmus, vielleicht können wir es vielleicht sagen. Findest du, der ist süß? Ich finde, er ist relativ trocken. Er hat das Aroma. Fruchtig. Fruchtig, genau. Nicht süß, also aber diese Süße, die er in der Nase hat. Also Pflaumenmus ist ja nicht ganz so süß. Die du in der Nase hast, die geht weg mit einer Fruchtnote, die eine leichte Herbe hat. Ja. Eher fruchtig. Wie du sagst, nicht Pflaumen, süß, aber fruchtig. Pflaumen, ja. Ich würde gehen in Richtung Trockenpflaume. So, noch nicht unbedingt ein Pflaumenmus. Beim Pflaumenmus habe ich zu viel Zimt, zu viel andere Gewürze mit drin, die ich hier... Findest du hier nicht? Nee, ich gehe eher die Trockenpflaume. Also, ich habe jetzt beim zweiten Mal noch... Ja, von Gewürzen her... Nelke, 100%. Nelke ist drin, Pflaume ist drin. Ich finde, er ist auch sehr... für mich ist er jetzt trocken. Und... voluminös. Richtig. Extrem dichte Aromen und da kommt auch so ein bisschen, wir hatten vorhin mit einem anderen Whisky uns
kalibriert. Genau. Das war ein Turbo Mori, ein 17-Jähriger aus Madeira-Cast. Und da habe ich schon gesagt, das sind Tabakblätter und die habe ich hier auch ein bisschen. So weit bisschen, bin ich noch nicht. So ein bisschen ich was. Diese Früchte, ich habe also diese ganz leichte herbe Note vielleicht zum Schluss könnte Richtung Tabak gehen, aber so weit bin ich jetzt noch gar nicht. Also ich habe, warst du nicht? Also ich würde jetzt wirklich eher Richtung Pflaumenmus mit wenig Zucker. Also dieses Süße, was ich gesagt habe, es ist eher dieses Pflaumenmus. Ich habe also Pflaume, Nelke, also richtig stark Nelke. Ja. Soll ich mal auflösen? Na, ich weiß nicht. Lass uns mal noch ein bisschen. Okay. Aber habe ich sowas schon mal? Diese habe ich sowas schon mal? Trockene Herbe. Pflaume, ja. Nelke gehe ich bedingt mit. Süße würde ich rauslassen. Also ich würde hier gesagt haben, Pflaume gekocht oder weich gemacht, wie zum Pflaumenmus. Aber keine Würze drin, also nur der eigene Fruchtzucker. Drin. Ja, ja. Nur den eigenen Fruchtzucker. Und dann aber die Würze kommt noch an und die Würze kommt noch in die Nelke. Und dann ist Zimt, würde ich nicht sagen, aber so ein ja, wie du sagst, nicht Tabakblatt, aber irgendwo so vom Tabak so eine Note, als wenn so eine Art Zimtstange, aber nicht Zimtstange, sondern so eine Tabakstange, irgend sowas. Nicht ganz so intensiv. Also mein bisher Best Ever war ja 24 Jahre, der war auch Moscatel. Aber mit dem, weil das war ein Ben Riach und der hatte aber eine stärkere Alkoholnote. Moscatel? Burgundi meinst du? Ja, Burgundi. Entschuldigung. Ja, dafür kenne ich dich jetzt schon so gut. Aber der hatte eine stärkere Alkoholnote gehabt. Und bei diesem... Bei dem sind wir ein bisschen... Leicht höher vom Alter. Aber die Alkohol ist ja fast gar nichts. Gar nichts. Also du spürst den nicht. Ich würde jetzt, wenn du den im Blind Tasting hast, vielleicht ein kleines bisschen stärker, aber der hat 18%, haben wir ja vorhin drauf geschafft. Und bei dem denkst du, dass der nicht viel mehr hat. Nö. Also. Nö. Ich meine, gut, ich muss dazu sagen, ich trinke gerne Fassstärken. Das heißt 50, 55, 60. Ist gar kein Problem. Es gab bisher einen einzigen Whisky, den ich tatsächlich nur mit Wasser trinken konnte. Das war ein Tobermory. Wie hieß der? Du weißt es noch. Da hast du dich noch drüber lustig gemacht, dass ich jetzt endlich meinen Meister gefunden habe. Der 12-jährige Friends. Ne, wie heißt das? Moldman? Nee, das war, wo sich diese Händler zusammengeschlossen haben und Local Dealer. Local Dealer. Ja, genau. Die Local Dealer Selection war der das. Der hatte weit über 60, glaube ich. Aber und bei dem. Der hier? Der, also sowas eingebunden. Den Alkohol spürst du nicht. Ja. Und hier kommst du ganz leicht in die Versuchung. Das ist 43, 46 Komma, diese normalen Trinkstärken. Aber ich habe hier die Vermutung, dass der also ich weiß es mehr nicht. Hat. Ich weiß es wirklich nicht. Also ich würde würd tippen, dass er mehr hat, weil wir haben vorhin schon bei dem Kalibrierungswhisky mal genauso gesagt, es ist 46, maximal 50 und dann waren es doch 55. Ja. Also das ist hier genauso so ein verräterischer, der dich verführt und verleitet und du sagst, ach, der hat bloß 43, wenn er 40 hat, ist auch viel. Aber ich denke mal, wir werden auch von den Socken kommen, weil es. Ich habe so die Befürchtung, es ist schon fast stark. Aber ehrlich, gefühlt hat er doch nicht viel mehr Alkohol als der Wein vorher. Nö. Also gefühlt. Nee, also vom nein. Also du merkst doch jetzt nicht ja. 20% mehr. Also der hatte 18, also auf 40%. Du würdest jetzt, wenn du beide nebeneinander probierst, sagst du nicht. Der hat doppelt so viel Alkohol wie der. Nee, das würdest du nicht sagen. Nein, du würdest also, den einen etwas herber einschätzen, das ist, und zwar den Whisky. Ja. Und den Wein als solches süßer, aber vom Alkoholgehalt her würdest du keinen. Ich hätte auch beim Wein vor uns nicht gesagt, dass der 18 hat. Ja, ja. Du, wenn du jetzt in einer Bodega bist, machst ein Blind Tasting. Ich weiß jetzt noch nicht, was das für einer ist, ne? Aber die setzen dir zwei solche vor, dann sagst du, okay, das ist vielleicht ein bisschen aufgespritteter Wein. Ja. Merkst du vielleicht ein bisschen, der ist mehr Traubensüße, aber du würdest auch beide als Wein durchgehen lassen. Oder? Wenn du in der Bodega bist?
Schwierig. Wo du eigentlich davon ausgehst, dass du nur Weine probierst. Dann ja, du dann könnte sein, dass das etwas ausgespritzt wird. Sehr, sehr, sehr gut eingebunden. Wobei die Aromen hier schon, die Vielfalt schon deutlich höher ist jetzt als beim Muskat. Aber Fakt ist, gut, ich weiß nicht, was sich da dahinter verbirgt. Das ist ja eine absolute Überraschung. Es kommt kein Brennereicharakter für mich durch. Gut, du weißt ja, was da drin ist. Aber für mich ist überhaupt keine Möglichkeit, hier zu erkennen, welche Destille sich dahinter verbirgt. Keine Möglichkeit. André, wir lösen mal auf. Wir waren ganz gemein. Ja. Wir haben ausgerechnet dir das Wolfsburg-Glas gegeben. Dann guck mal aus, was wir trinken. Zuerst trinkt es der Zuschauer. Seht ihr das? Oh! 1977. Ah! Ja! Hast du den damals bei mir gekauft? Ja. Schon länger her. Der hat damals um die, ich würde jetzt mal sagen, 350 Euro gekostet, so grob. Kann das sein? Nein, so teuer war nicht. Weniger. Weil ich halt günstig bin. Unter Freunden. Ich habe damals gedacht, ich gönne mir einmal so mein Jahrgang. So eine Jahrgangsflasche und der andere hatte den und Ben Riach hat mich damals schon überzeugt und ich hatte explizit nach dem Muscatel gesucht, weil die Muscatel-Weine mir sehr gefallen und ich glaube, er hat knapp an die 300 gekratzt. Das war Batch 10, würde ich jetzt sagen, damals. War das so eine blaue Tube? Blau-Silber? Hast du die Tube dabei? Die Tube habe ich dabei, der andere müsste ganz kurz holen. Ist er weit weg? Nein. Ich würde sagen, blauer Tube. Und, habe ich recht. Genau. Batch 10 ist es. Also das, das Ding ist geil. Das Ding, und ich sage euch jetzt mal die Alkoholwerte, die hier draufstehen. 54,9. Kommst du nicht drauf. Keine Chance, jemals auf diese Alkoholnote zu kommen. Also kommst du nicht drauf? Nee, überhaupt nicht. Ein Heiliger, ja, und Mero, ich danke dir. Also so ein, das ist wirklich, macht mal ein Blind Tasting. Es ist wirklich eine Überraschung. Und was ich dann noch erzählen wollte, ich meine, deshalb habe ich es auch mitgebracht, der andere hat mich eigentlich auf Ben Riach gebracht. Und die erste Destille, bei der ich überhaupt jemals eine Tour mitgemacht habe, war bei Ben Riach. Und grüß dich, ich auch. Mit Lindsay damals. Man muss sagen, leider war die so extrem geil, dass alle anderen, selbst Turbo Murray, meine Lieblingsdestille, musste sich da an Platz 2 anreihen. Mit großem Abstand. Ja, hallo Lindsay, hat wahnsinnig geil das Ganze gemacht. Und ich glaube, wir waren 3,5 Stunden noch. Dreieinhalb Stunden. Wir sind durchs Warehouse, haben dort Sachen probieren dürfen. Dann noch in diesem... Du hattest Geburtstag an dem Tag. Einen Tag später war es, glaube ich. Oder genau. Genau. Ja. Und dann ist der durch die Reihen gegangen und dann lagen da irgendwelche Fässer von 77, 74 und er hat nur gemeint, welches soll ich denn jetzt aufmachen? Und es war klar, dadurch, dass ich Geburtstag hatte, musste es der 77er sein. Und das war schon richtig toll. Und, war das damals auch Muscatel, was man auch gemacht hat? Oder nee, das war der Burgundi. Burgundi, genau. Der Burgundi, der jetzt letztes Jahr war es, glaube ich, rausgekommen ist mit 26 Jahren, Ben Riach Burgundi, der leider vom Preis her so extrem hoch ist, ja, dass ich ihn mir leider nicht leisten kann. Aber wir haben ihn im Warehouse probiert bei, ich glaube, 12 Grad Temperatur. Und es war einer der besten Malts, die ich je getrunken habe. Trotz der Kälte. Trotz. Muss man nicht immer angeregt trotz werden. Der Kälte, genau. Das muss man betonen. Also das war wirklich, die drei, die wir dort im Warehouse probiert haben, waren trotz der Kälte, aber nicht bloß gefühlte Kälte, sondern das war wirklich frisch, waren die absolut Wahnsinn. Und ich kann mich nur anschließen, das erste Mal Schottland, die erste Destillerie, 3,5 Stunden Führung mit einer Wahnsinnsverkostung und das ist ein bleibendes und
man sieht es auch im Hintergrund, deswegen kennt er sich ja in der Sammlung hier aus. Hier stehen ja, ja, also knapp 30 Beliers. Ich habe so ein breites Kreuz, ja, ja. Deswegen sieht man es nicht. Naja, hier, guck mal, jetzt sieht man es vielleicht besser. Ja. Also er hat schon ein bisschen was dastehen mittlerweile. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja da etwas, ja, manche würden sagen penetrant. Bei den ganzen Besuchen habe ich immer nach einem New Make gefragt, ob ich den probieren kann. Wir durften dort probieren und der New Make von Ben Riach ist auch von sämtlichen Destillen, wo ich probieren durfte, mit der beste gewesen. Weil er wirklich eine wundervolle Frucht hatte, keine Schärfe, also keinerlei Schärfe. Und das Ding hatte 68% und du konntest es wie einen ganz normalen Whisky auch trinken. Also war wirklich toll. Das stimmt, ja. Und das Bier. Er hat uns auch das Bier probieren lassen. Ja. 9%iges Hefebier, aus dem der Whisky dann gebrannt wird. Total lecker. Also ich hätte nie gedacht, dass mir warmes Bier so gut schmecken kann. Ja, das war... Ihr merkt schon, das hat wirklich bei uns Spuren hinterlassen, diese Führung, dieser Besuch. Aber wenn ich jetzt mal ehrlich... Und wie schön das hier am Glas runterläuft. Und wenn ich jetzt im André noch ein sauberes Glas bekommen hätte, dann wäre es noch schöner. Ja, sauber. Das sind deine Fettfinger. Habe ich heute extra sauber gemacht. Aber wie schön der runterläuft. Ey. Ja. Oh, läuft der schön runter. Und der wird noch besser mit der Zeit. Kannst du euch da bleiben, was nicht beleidigt sein jetzt? Jetzt ist er beleidigt. Nein. Ich probiere jetzt mal was anderes aus. Wie aus einem anderen Glas schmeckt. Wie er von der Nase herüberkommt. Aber du kommst doch überhaupt nicht auf 54 Minuten. Nie im Leben. Niemals. Niemals. Sieht einer, wie viele Minuten wir haben? Nicht, dass wir es zu lang machen. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist... Jetzt nimm mal die Nase hier. Was hast denn du da überhaupt für Gläser? So neue Gläser. Kommt der frischer aber rüber, oder? Mhm. Hast du den schon verkostet in deinem Kugelglas, in dem Master? Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Nee. Oh ja. Was die Gläser ausmachen. Hier hast du mehr diese tiefe Frucht. Und bei dem ist es für mich, die erste Nase war frischer. Ja, der ist total frisch. Als wenn Minze drin wäre. So dieses Ätherische. Ja, diese. Genau. Aber aus dem Glencairn hat er 35%, 30% Alkohol. Ja, also, wenn überhaupt, gell. Ich meine, wir können ja den... Aber normalisiert sich jetzt wieder. Das war die erste Frische, jetzt, wenn du dich daran gewöhnst, ist wieder ähnlich. Wir können ja den Begriff prägen, ne? Die gefühlte Alkoholstärke. Gefühlte Alkoholstärke ist wie bei der Temperatur, gefühlte Temperatur. Ja, ja. Das Gefühl, der Regenwasser ist heute nicht so nass. Die Gefühlstemperatur ist sehr angenehm jetzt hier drin. Ich wurde ja gelockt mit einem beheizten Kamin. Hat nicht ganz geklappt, aber jetzt sind wir von innen schön warm. Alles gut, André. Ich mach dir gleich Feuer unter Mindern. Ja, alles klar. Also ich muss sagen, es war eine sehr schöne Erfahrung. Wie gesagt, ich wusste nicht, auf was ich mich hier einlasse bei dem Tasting. Aber es ist wirklich überraschend, wirklich absolut überraschend, was ich hier heute vom Vergleich her habe mit diesem Moscatel-Wein und mit diesem Moscatel-Finish. Also Miro, ich danke dir wirklich ganz herzlich. Das hat mich sehr gefreut. Mich hat es auch gefreut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich denke, das wird eine einmalige Sache sein, dass ich seinen Kanal hier so gekapert habe. Ich kann nämlich genauso viel quasseln wie er. Ich habe vielleicht nicht... Hat man gar nicht gemerkt. Nein. Ja. Ich habe vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung, gerade mit den Reisen. Ich meine, André ist ja seit über 10 Jahren schon in Schottland unterwegs, jedes Jahr. Und nichtsdestotrotz war es mir eine Freude, mit euch heute und auch damals und immer wieder gern, Miro. So, bist immer wieder bekommen. Gell, so ist es. In diesem Sinne, meine Freunde, habe ich jetzt heute das Schlusswort oder machst du das auch? Das darfst du machen.
In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Erfahrung bei Miro. Dafür, dass es hier relativ warm ist beim André. Und freue mich, wenn ihr auch wieder einschaltet. Egal mit welchem Whisky. Hauptsache, ihr bleibt gesund und schaltet wieder ein. Macht's gut. Bleibt gesund. Euer André.